Manfred Kainz, Geschäftsführer von TCM International und einer der ersten, der den AC Styria initiierte. Herr Kainz, kurze Frage, 20 Jahre AC Styria sind Geschichte, Ihre erste Bilanz? Meine erste Bilanz dieser AC Styria ist der Aktivposten der steirischen Wirtschaft. Da hat sich vor über 20 Jahren die Politik wirklich was Gutes einfallen lassen und gemeinsam mit Politik, Wissenschaft, Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer und 200 oder über 200 Unternehmen ist da der Cluster schlechthin, nicht nur in Österreich, in Europa, weltweit gegründet worden. Michael Border hat uns einmal unter die vier Besten gereiht und das ist es. 20 Jahre sind Geschichte, weitere 20 liegen hoffentlich vor uns. Wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen, wo wird denn der AC Styria in den kommenden Jahren aufzufinden sein? Und weiterhin vorne dabei, denn auch die jetzigen, die dritte Politikergeneration, die jetzt mit uns arbeitet, die Unternehmen, die wir haben, als junge, dynamische Top-Manager und Unternehmer, Eigentümer, werden auch in Zukunft das, was wir als gute Basis bekommen haben, erfolgreich fortführen, unter eben jetzt den neuen Gegebenheiten, die es gibt. Herr Kainz, Ihr größter Wunsch an den AC Styria der Zukunft lautet wie? Forschen, entwickeln, produzieren und in die Welt raus.